Also, was heißt denn hier endlich? Das war dein Wunschspiel. So was. Na gut. Aber ja, vielleicht dauert es eine Viertelstunde. Vielleicht länger. Wir haben ja letztes Jahr ein bisschen überzogen und es trotzdem noch nicht durchgeschafft. Von daher, naja, jetzt sind wir auf der letzten Insel angekommen. Mal gucken. So. Weg. Weg. Und, Ahoi. Frohes Neues. Na, alle gut reingekommen? Und nicht gerutscht? Weil, naja, bei 15 Grad kann man schon mal ins neue Jahr kommen, ohne zu rutschen, ne? Entspannt. Oh, zurück zur Musik. Nö, also ohne Ruckeln ist es ja tatsächlich spielbar, ne? Man muss sich nur ab und zu an den Kopf fassen, was mit den Dialogen abgeht. Ansonsten ist es ja eigentlich schon ein relativ klassisches Adventure, ne? Ist wohl okay. Das Geruckel hätte es fast zunichte gemacht. Aber Steam Forum hat es ja schnell geregelt. Oh ja, geschmeidige 15 Stunden. Also mit rumhängen in der Werbung und am Streamende und in der Pause und keine Ahnung, was alles mitzählt. angeblich 10. Aber ich glaube, wenn man ungefähr weiß, was man so tut. Ja, aber guck mal hier, Mensch. Dann wäre uns das alles entgangen. Wie hübsch. Die Chente. Allein auf dem Screen auch schon wieder die Details und so, finde ich voll geil. Diese Feature ist super. Hier oben. Der König der Löwenfelsen ist ja wohl auch voll geil. Der Seestern da. Hat nur fünf Arme. Ich weiß nicht, ob das okay ist. Vielleicht ist es auch eine Blume, aber weiß ich nicht. Für mich sieht es aus wie ein Seestern. Krücke hier. Von uns hatte keiner eine Krücke. Weiß ich nicht. Maybe, hier. John Silver oder so. Ach, guck mal, hier ist ein Seestern mit 5. Okay, dann ist das wohl in Ordnung. Trotzdem sieht das irgendwie aus wie Patrick. Die Arme so hoch. Ja, dann. Ja, Schildkrötenpanzer. Na gut, ist Turtle Island, ne? Aber trotzdem. Bestimmt noch ein paar Details. Aber ja, Wunschspiel Adventures. Sowas wie, ne, auch dunkle Schatten. Joa. Ja, also wenn es nicht richtig kacke ist, würde ich sagen, spielen wir es durch. Sowas wie die Ghostbusters-Nummer war mal zum Anzocken. Ob es irgendwie passt oder nicht. Ich glaube, auf leicht hätte es ein bisschen besser gepasst. Dann hätten wir ein bisschen mehr Geschichte gehabt und weniger von diesen komisch rumgeballert und vielleicht weniger von diesen endlosen Gegnerwellen. Das ist irgendwie kein schönes Game Design. Also, ne, wir spielen bestimmt noch was anderes durch. Ich meine, wir haben auch Serial Code durchgezockt. Aber ja. Immer so, wie es passt. Und wie es uns Spaß macht. Oder euch. Oder mir. Also uns. Stimmt schon. So. Wir gucken uns mal Zeug an. Das muss ein Zeichen sein, dass wir auf Turtle Island sind. Ja, das ist ein Komma. Nein, die Pause war. Nein, das war nicht nötig, die so lang zu ziehen. So, erster Satz regt sich gleich wieder über diesen Chor auf. Es sieht ziemlich angeschlagen aus, aber ich nehme es trotzdem mit. Ja, sicher. Taschen voll machen. Ein Bärenbusch. Haben die diese Schmetterlinge eigentlich auf jede Karte mit Blumen gekopiert und pastet? Diese leicht hektischen, auf der Stelle fliegenden Schmetterlinge? Diese Beeren sehen köstlich aus. Ja, geil. Hau rein. Hab ich Bock drauf. Ich nehme ein paar Beeren mit. Ein Barbären? Ein Bar? Ich nehme ein paar Beeren mit. Ein Barbären.
Wie viele können wir mitnehmen? Ich nehme ein Barbären mit. Ein Barbären. Jetzt einfach nochmal hören. Oh, ist Beschiss. Na toll. Wir würden jedem schmecken, der gutes Essen mag. Was? Oh, guck mal, das ist eine Maske, hä? Dieser ramponierten Schale fehlen einige Schildkrötenpanzer. Nein, diesem ramponierten Schildkrötenpanzer fehlen ein paar... Ja, was sind das? Schuppen? Keine Ahnung. Aber hey, wer will sich denn beschweren? Ich habe gesagt, das ist gut spielbar. Ja, guck's dir an. Okay, okay. Zeichen. Ist ein Pfeil. Es soll einen Weg angeben, aber ich kann keinen sehen. Es soll einen Weg angeben. Es geht genauso weiter, wie es aufgehört hat. Eine Handvoll Sand wäre ein handlicheres Souvenir von dieser Insel. Ja, aber nicht so cool. Entfernt liegende Äste. Wenn ich dort oben wäre, könnte ich den ganzen Bereich sehen. Ja, geh klettern. Wenn ich fliegen könnte, könnte ich dort hochfliegen. Könnte, hätte. Er sieht nicht älter aus, seitdem er das letzte Mal bei uns war. Onkel Eduardo, wir haben dich wirklich vermisst. Zum Glück haben wir dich gefunden. Hast du Erdnüsse? Hat nicht. Aber Beeren. So, fällt tot vom Ast. Ich bin hier, meine Schöne. Du siehst glücklicher aus, Onkel Eduardo. Aha. Onkel Eduardo, wir haben dich wirklich vermisst. Ja, ja. Hast du Erdnüsse? Okay, er will nur Erdnüsse. Nein, nicht rudern, nicht, nein. Wo willst du hin? Alles gut. Ich nur noch ein bisschen um. Dieser Fels sieht aus wie ein Mandrill, der ein Löwenjunges in seiner Pranke hält. Das muss meine Fantasie sein. Ja. Ich habe keine Zeit, dort hinauf zu klettern. Wenn auch der Ausblick wunderschön sein muss. Mhm. So, Vegetation. Blablabla. Erzählen. Was? Na gut. Er scheint wirklich glücklich, hier zu sein. Dann lass mal hier. Senior Briscoe. Ja, ne? Also es gab viele dezente, ich sag mal, Easter Eggs und sowas, ne? Also SpongeBob in diesem kleinen Putzwagen und so, muss nicht jeder erkennen. Asta... Boah. Lassen Sie sich nicht stören, Morgan. Sagen Sie mir nur, wenn Sie etwas Interessantes finden. Klar, hier. Dieser Papagei ist ein alter Freund der Familie. Hallo, alter Freund. Hier, flieg mal darauf. Weil dadurch. Warte, da. Bin ich dumm? Eduardo ist bereits hier. Ja. Und ja. Vibekit. Was war der Questlog? Tanner hat auch Eduardo den Standort. Ja, okay, wir sind ja da quasi, mehr oder weniger. Wir müssen immer noch diesen Schmuck wiederfinden und wir gucken uns die Insel an. Mehr nicht. Ja, okay. Okay, cool, ja, es gibt ein Dorf und einen Tempel und Monster. Und noch kleine Schildkröten. Gut. Packe den Busch einfach ab. Soll ich was übersehen? Hohe Äste. Wenn ich auf die Bäume klettern würde,
Könnt... Ja, ja. Machst du aber nicht, ne? Die Äste sind zu hoch für mich. Oh. Einiges ist zu hoch für dich. Onkel Eduardo, flieg hier hoch und sag mir, ob du einen Pfad erkennen kannst. Okay. Hier ist also kein Pfad. Okay, dann da nochmal. Hier wird es wohl irgendwie durchgehen, Onkel oder? Onkel Eduardo, flieg hier hoch und sag mir, ob... Ja. Ja, das heißt ja. Das, das heißt nein. Okay, und einfach irgendwie rechts heißt ja. Vergiss manchmal selber, dass er sprechen kann, ne? Aber der einzige Weg, da durchzukommen, wäre die Vegetation zu entfernen. Ja. Wow. Schwert. Schnetzel dich da durch jetzt. Echt jetzt? Dein Ernst? Blockiert den Weg. Abfackeln. Hier mehr haben wir nicht, ne? Durchschnetzeln. Eine Handvoll Sand wäre ein Hand... Hm. Ich kann hier nicht entlang gehen. Der Dschungel ist zu dicht bewachsen. Ja, änder das. So nicht. Du, hilf mir. Senior Briscoe. Lassen Sie sich nicht stören, Morgan. Oh, ein nutzloser Vogel. Also nicht der, Entschuldigung. Ist hier noch was ums Eck? Okay, ne? Oh, ja, okay. Moin Moin und ja, frohes Neues. Gut reingekommen. Onkel Eduardo, wir haben dich wirklich vermisst. Hast du Erdnüsse? Eine Erdnüsse. Oh, diese Vegetation ist wirklich dicht. Ja. Karte. Ein Papagei. Beschreiben? Wildwurzepter? Hier, einen hübschen Panzer, guck mal. Gut. Juckt ja alles keinen. Das Offensichtlichste macht es ja nicht, richtig? Toll. Schwert, Vegetation, ab dafür. Ich hole mir die Crew, die können das für mich aus dem Weg räumen. Wo willst du hin? Macht euch mal nützlich. Diego? Ja? Axt. Hast du eine Axt? Ja? Warum brauchst du eine? Ich muss ein paar Pflanzen beseitigen, um einen Weg in den Dschungel freizumachen. Haha, du? Du wirst ewig brauchen. Zeig mir lieber, wo die Stelle ist. Geht klar. Ja, Ach, Kleinholz. Diego, könntest du bitte diesen Bereich räumen? Wenn jetzt einfach geht, wäre auch gut. Dann ist der Bereich auch wieder geräumt. Sicher! Überlass es mir! Bitte was? Wow! Wo hast du diese riesige Axt her? Sieht brutal aus.
Aha. Was? Tsching. Das ist eine Legende unter Benutzern der Axt. Jetzt folge mir. Wow. Was? Was ist das für eine Übersetzung? Also was stand da wohl im Original? Das ist eine Legende unter Benutzern der Axt? Was? Ah, der ist schwer, das Viech, ne? Ich muss wohl diese Ruinen durchqueren, um weiterzukommen. Wenn du mich nicht brauchst, gehe ich zurück zum Schiff und sage den anderen, was du gefunden hast. Danke, Diego. Du warst eine große Hilfe. Groß ist er und geholfen hat er auch. So. Meißelter Stein. Schildkröte halt. Auf den Steinen sind Symbole eingeritzt, aber ich kann sie nicht entschlüsseln. Aber sie müssen etwas bedeuten. Schreib sie auf. Gut. Es gibt nichts, was ich mit den Steinen machen kann. Ja. Irgendwie sowas wird das doch, oder? Auf jeden Fall. Arktos kann nicht weit sein. Was für eine seltsam aussehende Brücke. Mhm. Minispiel? Jau. Vielleicht gibt es einen Hinweis irgendwo auf der Brücke. Man wird einfach so zurückgesetzt? So, wupp, das war's? Was? Diese Statuen. Der Ort muss zu seiner Zeit herrlich gewesen sein. Das wäre jetzt auch ganz hübsch. Ich kann sie nicht mitnehmen. Fuck. Könnte es einer dieser legendären Risse sein, der nach Asmodea führt? Oder ist es nur eine optische Täuschung? Tja, weiß man's. I believe I can fly. I believe I can... mich schrammen? Hä? Spiel! Echt jetzt? I believe I can fly. I believe I can... mich schrammen? Hä? Ohne Flachs. Also... I believe I can fly. I believe I can... mich schrammen? Zum... Wie? Was? So, hier. Deine Schildkröten. Ach, guck mal, sie stand eben noch davor. Das ist der Pfad. Das ist der Weg. Vorwärts. Dass ihr Kack-Porträt auch davor sein muss, ne? Packt das doch hier hin. Ich nehme an, eine einfache Brücke wäre zu langweilig gewesen. Ja, sicher, ja. Weiter. Nur noch ein bisschen. Ja, noch die Hälfte, ne? So weit, so gut. Ich nehme an, eine einfache Brücke wäre zu lang... Sehe ich den Stein nicht? Weiter. Okay. Nur noch ein bisschen. So, ganz links und hoch oder hoch? Vielleicht gibt es einen Hinweis irgendwo auf der Brücke. Nein, nicht auf der Brücke, aber da. Okay, es war ganz links und dann hoch. Soweit? Ja. Ich nehme an... Ja. Weiter. Ja. Nur noch ein... So... So weit, so... Links, bitte. Ich nehme an... Nimm an. Vorwärts. Weiter. Und links. Nur noch ein... Noch ein bisschen. So weit. Und so. Ja. Dann einfach weiterzugehen. Gott sei Dank, ich habe es geschafft. Oder es bleibt ja... Ne, sichtbar. So, dann geh doch wieder bis dahin.
Warum sollte man einen anderen Weg wählen? Was? Abzug? Was kann man damit abfeuern? Ich frage mich, was er wohl auslöst. Einfach machen. Ich glaube, ich habe die Brücke deaktiviert. Ich nehme an, ich bin schlauer als die Inselbewohner. Ich nehme an... Geschieht dir ganz recht. Ich nehme an, das ist schon Absicht, dass die nicht deaktiviert ist. Aber hey. Morgan! Zum Glück bist du wach. War ich lange bewusstlos? 47 Minuten plus oder minus ein paar Sekunden. Nicht schlecht. Wie kannst du so genau sein? Ich habe auf meine Taschenuhr geschaut. Ich dachte, er hat das im Gefühl. Was? Wir sind alle gefesselt und unsere Waffen wurden beschlagnahmt. Ich muss also entkommen, bevor ich jemanden befreien kann. Was? Ja, sicher musst du erst da raus, weil von da aus befreist du nie... Ist ja auch egal. Oh, hier. Ein Kaktor. In diese seltsame Figur wurden Haarnadeln gesteckt. Ich hoffe nicht, dass ich diese Person kenne. Kommt drauf an. Kennst du laufende Kakteen? Wenn ich diese Haarnadeln erreichen könnte, könnte ich das Schloss der Kette erreichen, aber... Ah, sie liegen zu weit weg! Ah, na sowas. Was machen wir denn da? Es ist nichts passiert. Onkel Eduardo muss beschäftigt oder außer Reichweite sein. Ja, kein Empfang. Eine faule Papagei. Ich versuche es später wieder. Faule Papagei. Oh, diese Schnitzerei ist so wunderschön. Ganz schön fette Schildkröte. Das habe ich. Es ist bestimmt das größte Stück Bernstein der Welt. Was? Wie? Was? Das verstehe ich nicht. Was ist das denn? Ist das das Ende unserer Suche? Die goldene Schildkröte, die Tanner erwähnte? Ich bin nicht sicher. So schön diese Schnitzerei auch ist, ich dachte, es gäbe... Wenn ich fliehe, werde ich es vielleicht herausfinden. Wenn du fliehst und alle zurücklässt, meinst du? Okay. Entschuldigen Sie. Gut. Sie sind endlich wach. Aber dank Ihnen dröhnt mir der Kopf. Keine Sorge. Ich kann dagegen etwas tun. Danke. Wenn wir euch alle töten. Ja, das hilft. Hey! Wie sieht es mit einer Erklärung aus? Wer sind Sie? Und warum werden Sie uns umbringen? Ich bin Baba Karay, der Schamane in diesem Dorf. Das erklärt alles. Okay, dann darfst du uns umbringen. Meine Leute verehren die goldene Schildkröte und die heiligen Schildkröteneier wurden vom Strand gestohlen. War's nicht. Sie und ihre Crew seid Ari und werdet als Strafe geopfert. Heißt nicht Ari. Bald so aus, oder er trainiert bei ihm. Was ist ein Ari? Ein Dieb. Die schlimmste Art. Diejenigen, die heilige Eier stehlen. Es gibt einen extra Namen. Ein Verbrechen, das mit dem Tod bestraft wird. Oh, es gibt einen extra Namen und eine extra Strafe für Diebe, die heilige Eier stehlen. Wir haben diese Eier nicht weggenommen. Wir sind gerade erst hier angekommen. Gekommen. Genommen. Immer schön alles korrekt aussprechen. Unser Herr Forscher hat garantiert eine Eier in der Tasche. Sie erwarten, dass ich Ihnen glaube? Nur Fremde nehmen das, was Ihnen nicht gehört. Oh, nur Fremde. In den eigenen Reihen gibt's keine Arschlöcher. Ich muss jetzt gehen, um eure Opferung zu organisieren. Okay, geht klar. Da ist übrigens ein Smiley auf dem Schildkrötenpanzer.
Die verehren auch nur diese goldene, ne? Alle anderen, die hier auf der Insel leben, werden scheinbar weggesnackt. Bevor sie sterben, möchte einer meiner Freunde mit ihnen sprechen. Ja, er könnte auch Kirin sein, ne? Er ist ein bisschen groß. Und einer der Freunde heißt zufällig Tanner. Oh, heißt er nicht. Hey, was geht, Hillary? Was machst du hier, Simpkins? Ich habe Gerüchte darüber gehört, dass du Turtle Island suchst. Also dachte ich, ich finde heraus, worum es geht. Ist das Diego? Gleicher Sprecher? Jetzt bin ich hier, weil ich dachte, ich könnte meinen neuen Freunden aus der Klemme helfen. Da ist das Diego. Es scheint, als ob jemand ihre heiligen Eier gestohlen hat. Ach so. Hast du ja? Wie hast du die Insel gefunden? Hahaha! Ich habe einen alten Seebären getroffen, so, der damals auf dem Schiff segelte, das Tanner auf diese Insel brachte. Es bedurfte einiger Überredungskünste, aber dann war er einverstanden, mir zu helfen. Wie sah das aus? Ich bin sicher, du hast ihn gefoltert. Dreckiger Makak! Er wird bestimmt bald wieder seine Beine bewegen können. Was weißt du über Tanner? Sehr wenig, aber das, was ich weiß, zeigt mir, dass er ein schrecklicher Langweiler war. Was auch immer er hier gemacht hat, so rentabel wie mein Unternehmen kann es nicht gewesen sein. Muss das denn jedes Mal sein? Vielleicht ging es nicht bei allem, was er tat, um Profit. Was? Na klar. Phase 1, goldene Schildkröte einsammeln. Phase 2, Phase 3, Profit. Dann war er sowohl verrückt als auch langweilig. Was denn? Kein Hahaha? Tschüss. Es sieht nicht gut aus für uns. Wir werden sterben, nicht wahr? Kann schon sein. Machen Sie sich keine Sorgen. Ich werde einen Weg finden, uns hier herauszuholen. Wie? Okay. Wie wollen Sie das schaffen, wenn wir alle an diese Pfosten gekettet sind? Ja, erstmal losmachen. Und was für Pfosten? Sind irgendwie unten an die Fußleiste genagelt. Beruhigen Sie sich, Senior. Es hilft uns noch weniger, wenn wir in Panik geraten. Sie, Senior. Was soll denn diese Überblendung dauernd? Nein. Einen Gegenstand stehlen, den die Dorfbewohner ehren, würde nicht wirklich für uns sprechen. Ach, bla. Warte mal. Wir müssen ausbrechen und man kann nicht mal die Fußfessel anwählen? Okay. Was haben wir denn Schönes? Aufräumen hier. So, jetzt? Erstmal Story, dann Papagei rufen. Onkel Eduardo, wie schön, dass du gekommen bist. So, hier, Nadeln. Wenn ich diese Haarnadeln erreichen könnte. Ja, Entschuldigung. Nadeln. Onkel Eduardo, bring mir die Haarnadeln. Wah, wah, ich bin hier, meine Schöne. Ja. Wah, wah, ich bin hier, meine Schöne. Ja. Ich muss ihn zu den Haarnadeln locken. Geht klar. Perfekt. Weggesnackt. Jetzt aber. Onkel Eduardo, bring mir die Haarnadeln. Wah, wah, ich bin hier, meine Schöne. Geht doch. Gut gemacht, Onkel Eduardo. Hast du Erdnüsse? Wah. Nein. Nein, aber du kannst Beeren haben.
bin frei. Was hat sie da gerade weggeworfen? Oh nein, eine der Haarnadeln ist abgebrochen. Ich werde die anderen Fesseln jetzt nicht lösen können. Was haben die denn jetzt mit diesen Überblenden? Nett. Noch mehr Ketten? Die Inselbewohner müssen viele Gefangene haben. Wir sind zumindest vorbereitet. Vielleicht kann ich sie benutzen. Vielleicht kommt ja mal eine Touri-Gruppe vorbei oder so. Brett. Mit diesem Brett soll wahrscheinlich das Loch im Dach repariert werden. Das da. Also die Ränder sehen aus, als wäre das Absicht. Und das da. Ach doch, da. Ach, naja. Keine Ahnung. Bin kein Dachdecker. Ich denke, ich könnte es nutzen. Zack. Weg. Ungefähr so kompakt zusammenzufalten wie die Axt von Diego. Solide kleine Truhe. Mensch, das ist ja solide. Das ist eine ziemlich massive Truhe. Ja, mit. Wow! Diese Diamantohrringe wurden bestimmt einer Königin gestohlen. Hey, warte einen Moment. Könnte. Es gab Zeichnungen von solchen Zaubertränken in Jemins Buch. Mit Totenköpfen drumherum. Warte, mit Toten? Ist ein rosa Herz drauf. Auf keinen Fall. Stellen Sie sich vor, es ist ein Liebesgetränk für Schildkröten. Vater, darf ich dir meinen Verlobten vorstellen? Ja, eine Schildkröte. Komm schon, sei nicht so engstirnig, Papa. Ja, und du? Du was gegen Schildkröten? Sei nicht so engstirnig. Pfosten. Ich frage mich, wofür diese Wandhalterungen sind. Arme über Kopf zusammenbinden. Vater? Ja, Morgan? Bist du in Ordnung, Vater? Geht klar, ja. Gefesselt. Sollen geopfert werden. Natürlich! Es ist nur mein Stolz, der verletzt ist. Wir wurden total überrumpelt. Warum hat denn bei uns schon wieder keiner die Abzeichen vorm Namen hier unten im Chat? Ist irgendwie mal so, ist tageweise. Super strange. Ich meine, ja, es bringt mehr Platz, aber es sieht auch irgendwie lame aus. Warum ist das so? Wie ist das möglich? Du und Diego wart nicht auf dem Schiff und Nacho war im Dienst eingeschlafen. Top. Und der andere Vogel? Wenn wir hier herauskommen, wird er in den Bau wandern. Wenn ich ihn nicht über die Planken gehen lasse. Mehrere? Denkst du, die Bernsteinschildkröte ist das Ende unserer Suche? Ich dachte, es wäre mehr als das. Und ich dachte, sie wäre nicht Bernstein, sondern Gold. Für die Inselbewohner ist es viel mehr als nur eine Statue. Es ist eine Darstellung ihrer lang vertretenen Glaubensvorstellungen. Also wahrscheinlich der wichtigste Gegenstand der Welt. Bitte keine Karikaturen davon machen. Ich war sicher, dass die goldene Schildkröte uns zu viel Reichtum führen würde. Ja, ja, so wie der Schatz von Atlantis. Wissen, wow. Das war so ein MacGyver-Spin-Off-Film, ne? Irgendwie Atlantis finden? Also so ein schlechter Traum von ihm. Ich glaube, er hat einen Blumentopf auf den Kopf gekriegt oder so. Dann ging es irgendwie auf nach Atlantis, diese Rollen finden. Reichtum wie Schönheit können sehr persönliche Definitionen haben. Bla. Im Gegensatz zum Sterben, was sehr allgemein gehalten scheint. Immerhin werdet ihr geopfert für einen guten Zweck. Ich werde jeden von euch befreien. Irgendwie. Irgendwo. Irgendwann. Ich weiß nicht wie. Die Crew besteht aus zu vielen Leuten. Im Moment, wir drei. Oder wo sind die anderen? Ich werde nicht aufgeben. Hey. Das ist mein Mädchen. Hey. Tschüss. Noch mehr davon.
Vielleicht kann ich sie benutzen. Ja. Pack ein. Zumindest benutzt sie kein anderer mehr. Senior Briscoe. Wir werden nie mehr einen Weg aus dieser Zwickmühle finden. Wir werden sterben. Nicht, wenn ich helfen kann. Guck mal, Schmuck. Guck mal, Schmuck. Guck mal, Schmuck. Oh, die hat die da schon rausgenommen. Guck mal, Schmuck. Meine Güte! Diese Ohrringe gehören Elizabeth! Ach Mensch. Sind Sie sicher? Wer hätte das gedacht? Ich habe sie ihr geschenkt, als sie 40 wurde. Simpkins hat sie aus dem Haus gestohlen. Er muss sie benutzen, um die Gunst des Schamanen zu gewinnen. Schamanen auf einer Insel, wo es irgendwie nur um Schildkröten geht. Ziemlich, platt, da irgendwie auf Diamanten abzufahren. Wofür brauchst du die hier? Finden Sie einen Weg, ihm das Handwerk zu legen, Morgan! Ja. Ich finde, Das ist keine gute Idee. Ich kann Stimmen hören. Das sind wahrscheinlich Wachen. Ah, ich höre auch manchmal Stimmen, aber das sind keine Wachen. Außerdem ist sie verschlossen. Der Vorhang hier ist verschlossen. Diese Tür führt wahrscheinlich nach draußen. Okay. Altar? Das ist ein Loch im Dach. Das sieht aus wie ein Altar. Ich frage mich, wofür sie ihn benutzen. Das ist ein scheiß Loch im Dach. Ich kann sie von hier aus nicht erreichen. Ja, oder Duschwagen. Der Typ fliegt dahin. Na toll. Auf Turtle Island etwas stehlen, das in Verbindung mit Schildkröten steht, ist eine sehr schlechte Idee. Okay. Das ist die beeindruckendste Schalensammlung, die ich jemals gesehen habe. Und die einzige. Eine Kiste voll Diamanten stehlen geht aber klar. Ja, mal mein Bild. Ihm die Ketten geben hilft mir im Moment nicht. Okay, aber ich kann ihm Zeug geben, ja? Oder im Moment nicht. Das stimmt. Aber vielleicht kommt ja noch die zweitgrößte Schildkröte. Oder der zweitgrößte Affe. Auf was ich ihn alles hetzen kann. Nichts. Hör mir was ab. Ich. Es ist so hoch für mich. Ein Papagei hochfliegen. Sieht zu hoch für dich. Das da quer drüber legen. Arm ausstrecken und gib ihm. Ah, es ist so hoch. Oh Mann. Es gab Zeichnungen. Da spitze Nadeln dran oder so.
Eigentlich ja, oder? Hände sind nicht gefesselt. Kann man die nochmal anhauen? Ja, Mark. Den nicht. Senior Briscoe. Sie müssen mich befreien. Ich mach ja schon so schnell ich kann. Gut, die sind beide richtig hilfreich. Nicht. Also das Brett gehört hier quer rüber, ja? Ah, es ist zu hoch für mich. Was ist das denn zu hoch? Also wenn die Perspektive nicht völlig scheiße ist, dann passt das doch locker. Das ist das schönste St- Ja. Nein, einen Gegenstand. Ist noch rumschmieren? Tja. Der ist vielleicht auch zu schwer oder so. Ihm die Ketten geben hilft mir im Moment nicht. Ach so. Aber die Tür in Anführungsstrichen irgendwie verbarrikadieren. Und wir auch mit dem Brett. Nee. Kann er rausfliegen und mal gucken. Auch nicht. Ja, aber die sind ja hier voll hardcore gefesselt. Fliehen, Aufmerksamkeit, ja. Echt jetzt? Ah, ich kann das Loch nicht erreichen. Echt jetzt? Okay. Mit dem Pfosten. Meine Güte. Ja, man hat dann so einen Tritt, aber irgendwie... What? Das war da eben das noch ein Brett. Das ist eine gute Idee. Aber das Brett ist nicht sehr stabil. Ich gebe euch beiden ein paar Ketten. Könnt ihr sie über das Brett legen und halten? Ein Brett? Wofür soll das gut sein? Morgan möchte unser gesamtes Gewicht benutzen, um das Brett stabil zu halten, richtig? Ja. Toll. Da geht doch. Also. Ich werde Beweise finden, dass wir nicht die einzigen sind, die Schildkröteneier sammeln. Das hier war zu hoch, um das Ding da drauf zu legen. Aber von hier klettert sie darauf. Als wir zu dieser Hütte gebracht wurden, habe ich ein paar Dorfbewohner sagen hören, dass wir nach Turtle Beach gehen. Sie haben den Weg mit den roten Blumen genommen. Danke, Vater. Rote Blumen, check. Ausnahmsweise mal ist das Glück auf meiner Seite. Pennt er? Die Wache scheint zu schlafen.
Was sind das für fette Maden? Nimm mit. Jemand hat eine Gabe für den Schildkrötengott hinterlassen. Wow, wie ekelhaft. Gigantische Raupen. Ja und? Aber vielleicht kann ich mir ihr ekelhaftes Aussehen zu Nutzen machen. Wie denn? Die Leute hier scheint es ja nicht zu stören. Nach diesen Statuen zu urteilen, sind Schildkröten wirklich heilig in den Augen dieser Leute. Wo sind das denn Schildkröten? Ich werde ihre heiligen Statuen nicht berühren. Aber die heiligen Opfergaben mitnehmen. Läuft. Die Hütte besteht aus Bambuslatten. Bist du in Ordnung? Beeil dich, Morgan! Er schreit auch noch, weißt du? Ja, sprech mal an. Es wäre keine gute Idee, sie zu wecken. Loch im Dach. Ein Zum Altar. Glück gibt es dieses Loch, sonst wäre ich nie aus der Hütte gekommen. Rote Blumen. Ich bin sicher, dass Percy diese Blumen lieben würde. Ja. Okay, das ist das. Die Grube. Aha. Ich kann den Grund nicht sehen. Ich kann nicht drüber springen. Die Grube ist zu breit. Schade. Na gut. Hey. Ja dann diesen Weg. Ich habe Dringenderes zu tun, als einen Blumenstrauß zu binden. Ich hätte ja auch gesagt, lose in die Tasche stopfen, aber okay. Das muss der Pfad sein, den Vater erwähnte. Das ist der Weg. Grab schneller, ja? Wir haben nicht den ganzen Tag Zeit. Ich muss sie hindern, diese Schildkröteneier zu vergraben. Von hier, ne? Ich muss die Leute am Strand irgendwie loswerden. Die Inselbewohner verehren den Schildkrötengott. Vielleicht kann ich mir das zunutze machen. Auch echt jetzt? Wir machen einen auf Schildkröte hier? Ja, Erntegeräte. Er kommt mir bekannt vor. Ich glaube, er ist einer von Arnos Kumpanen. Oh nö. Der auch hier? Ich muss die Leute am Strand. Die Inselbewohner ja, ja. Ist ja okay. Erntegerät, ey. Einer von Simkins Schlägertypen zwingt sie, die Schildkröteneier zu vergraben. Die restlichen Inselbewohner wissen wahrscheinlich nicht, was los ist. Oder dass der Schamane sie hintergangen hat. Beinerei. Ich muss dem ein Ende setzen, aber ich kann nicht näher kommen, ohne abgeschossen zu werden. Von wem oder was? So wie er sich krümmt, sieht es aus wie grausame Fangzähne. Warte, warte. Echt? Echt? Schleimige Raupen sind Fangzähne? Ich meine, die bewegen sich. Schauere allein bei ihrem Anblick. Ja, ich auch. Was war das für ein Geräusch? Ist da jemand? Nur der total glaubwürdige Schildkrötenbock. Bock. Gott. Grab weiter, während ich mich umschaue. Mach mal. Oh, das will ich sehen. Ah!
Vielleicht will ich es doch nicht sehen. Oh. Oh. Hilfe! Hilfe! Das war die Reaktion hier von sich erschrecken und auf den Boden aufschlagen. Oh. Warten Sie eine Sekunde. Diese Haltung und dieses Stottern kommt mir bekannt vor. Bobby? Bist du das? Morgen? Okay, an der da ist. Morgen! Gott sei Dank, du bist es! Wie... Sie ist sehr jung. Simpkins ist es egal, wen er zum Arbeiten zwingt. Wenn. Ich kann sie nicht gnadenlos Hillarys Männern überlassen. Ich muss sie von hier wegbringen. Zieh sie doch ins Wasser ab, da kann sie alleine schwimmen. Bobby sieht schrecklich aus. So, als hätte er nicht ordentlich gegessen oder geschlafen. Oder beides. Bobby? Morgan? Ich hab dich gesucht. Ich habe schon gedacht, ich würde dich nie finden. Ich bin froh, dass du mich gefunden hast. Arbeitest du für Hillary Simpkins? Was sich als großer Fehler erwies. Der Mann ist ein Teufel. Ich habe mich vor 6 Wochen seinem Schiff angeschlossen und es sofort bereut. Das Essen ist so schlecht, dass man davon krank wird. Warum hast du die Inselbewohner gezwungen, diese Eier zu begraben? Denkst du, ich wollte das? Ich weiß, dass sie für die Inselbewohner heilig sind. Ja. Aber ich hatte keine Wahl. Captain Simpkins hätte mich umgebracht, wenn ich mich geweigert hätte. Hier, nimm das, das ich geschützt habe. Na gut. Wir können das klarstellen, aber du musst mir helfen. Sag mir, was du willst. Geh an der Küste entlang zu meinem Schiff. Finde Diego und erzähl ihm, was passiert ist. Nicht Diego. Ich erinnere mich an ihn, als ich ein Kind war. Er macht mir Angst. Tu es einfach, Bobby. Und tschüss. Er hat voll Angst, aber er schlurft da lang mit den Händen in den Taschen. Ein Ei. Es ist nichts passiert. Onkel, ich versuche es. Ja. Ich kann sie nicht gnadenlos Hillarys Männern überlassen. Ich muss sie von hier wegbringen. Du willst sie auch nicht. Ich wollte sie auch ansprechen. Ah, okay. Keine Sorge, du bist sicher. Ich bin Morgan. Wer bist du? Ich heiße Tanama. Baba Carrie hat mich gezwungen, Eier für die Ausländer zu stehlen. Ausländer? Ah, du meinst Hillary und seine Raufbolde. Und dich. Bist du kein Ausländer? Naja, schon irgendwie. Hillary Simpkins ist mit eurem Schamanen befreundet und fügt euren Leuten Schaden zu. Jo. Klaut euer Stuff. Ich bin hier, um zu helfen. Euren. Baba Carrie darf dem teuflischen Ausländer nicht helfen. Die goldene Schildkröte wird böse auf ihn sein. Ja, vielleicht. Wie kann eine Bernsteinstatue auf den Schamanen böse sein? Die Bernsteinschildkröte ist nicht die goldene Schildkröte, sondern eine Darstellung, die für zeremonielle Zwecke benutzt wird. Ist die echte aus Echtgold oder ist die echt groß? Sie hilft, wenn wir Opfer bringen und Gebete aufsagen. So groß, dass er so ein Opfer wegsnackt. Was ist denn dann die goldene Schildkröte? Die wahre Schildkröte lebt tief im Dschungel der Insel. Aber vor 20 Jahren gab es eine große Katastrophe, bei der alle Älteren gestorben sind. Das ist fürchterlich. Das meiste ihres Wissens ging verloren,
einschließlich dem Weg zur Schildkrötenkammer. Nicht so schlimm. Wenn wir mit der goldenen Schildkröte sprechen könnten, würde sie uns sagen, was wir zu tun haben. Ich hab da eine Karte. Hast du jemals von Buckleberry Tanner gehört? Es gibt ein paar Märchen, in denen erzählt wird, dass er vor der Katastrophe hierher kam und ein Freund der goldenen Schildkröte war. Oh, ist es eine Löwenschildkröte? Verleiht ihr einem irgendwelche Bändigerkräfte? Also hört unsere Suche hier nicht auf. Die Älteren wurden zornig, weil er Karten von der Insel zeichnete, vor allem von dem Weg zur Schildkrötenkammer. Aber wenn wir diese Karten hätten, könnten wir die goldene Schildkröte wiederfinden. Ich weiß. Guck mal. Wirf einen Blick darauf. Macht es so mehr Sinn? Ja, ich erkenne die Bedeutung ganz genau. Es ist ein Pfad, der in den Dschungel führt. Nice. Führt er uns zur goldenen Schildkröte? Naja. Komm schon, wir müssen sofort das heißt dorthin. Ja. Will sie sich nicht anhören? Ja, woher weiß ich, dass du nicht wie die Ausländer bist? Ich nehme keine böse Person mit zu einem Treffen mit der goldenen Schildkröte. Sag mir, wie ich dir beweisen kann, dass ich keine böse Person bin. Ein Quest. Ich wünschte, ich könnte es. Ich wünschte, ich hätte die Instinkte eines Tiers. Sie scheinen immer zu wissen, wer gut und böse ist. Geht klar. Das war Hinweis genug und dass sie mal wieder gesagt hat. Jetzt noch ich hoffe, nicht. Onkel Eduardo ist in der Nähe. Ich mach's später nochmal. Lass mich jetzt nicht fallen, da ich dich am meisten brauche. Ist das ein Gebet? Onkel Eduardo, wie schön, dass du gekommen bist. Ich bin hier, meine Schöne. Ich liebe dich, Onkel Eduardo. Ich liebe dich, Morgan. Wie wunderbar. Ich habe noch nie einen Vogel gesehen, der so gut spricht. Er gehört der Tanner. Er hat uns auf diese Insel gebracht. Wenn du ihm deinen Namen nennst, antwortet er. Hallo, ich bin Tanama. Tanama hübsch! Wow, du musst wirklich ein netter Mensch sein, um einen solchen Freund zu haben. Genau, ein böser Pirat könnte nie entsprechenden Vogel mit Augenklappe haben. Können wir die goldene Schildkröte jetzt besuchen? Goldene Schildkröte! Ja, wir müssen diesen Weg nehmen. Na, geht doch. Goldene Schildkröte! Folge mir! Ja, läuft, das Ei des Kolumbus. Das ist es! Das ist der Ort, Morgan! Woher weißt du das? Du warst noch nie hier. Ich kann es fühlen. Es ist, als ob die goldene Schildkröte mich ruft. Ja, nice. Das sieht aus wie ein Altar. Lokale Symbole und Texte sind hineingeschnitzt. Ich kann das nicht lesen. Weißt du, was da steht, Tanama? Ja, es ist eine Art Rätsel. Ah ja, klar. Stabile Haufen aus Schildkrötenpanzern soll man schaffen. Ein am Himmel entstandenes Symbol nach Sonnenuntergang. Der Regen, der aus den Wolken fällt, setzt es zusammen. Die große Schildkröte irrt durch die Welt, aber wo? Dieses Puzzle muss mit dem Rätsel verbunden sein. Dann machen wir mal. Errichten Sie vor den drei Symbolen in der vom Rätsel vorgegebenen Reihenfolge einen stabilen Stapel aus Muscheln. Aha. Klicken Sie mit der linken Maustaste auf eine Muschel, ziehen Sie zu der gewünschten Spalte und lassen Sie die Taste los. Aufgepasst. Sie können eine Muschel immer nur auf eine größere Muschel oder auf einen leeren Platz setzen. Lösen Sie das Rätsel, bevor die Zeit... Okay. Was? Irgendwelche Nupsis? Kreis und Stern. Aha. Wohl am Himmel? Weiß ich nicht. Ich brauche nochmal das Rätsel. Einmal um. Oder?
war falsch, ja? Ups. Ach so, da links, okay. Richten Sie vor den drei Symbolen der vom Rätsel vorgegebenen Reihenfolge einen stabilen Stab aus Muscheln. Hä? Warum kriegt man das Rätsel jetzt nicht nochmal? Toll. Ja. Ah, okay. Oh, war falsch. Ach, Kacke. So. Okay. Aha. War gut, dass ich das Rätsel noch so genau im Kopf hatte. Ui. Diese Statuen, dieser ganze Ort, schaffen ein zeitloses Gefühl. Ja, und dann noch Portal? Es ist friedlich hier. Ich möchte nichts ohne einen guten Grund stören. Na gut. Sein muss schon bald nicht. Wir sind ja nicht Nina. Diese Schnitzerei ist enorm. Daran müssen 1000 Menschen gearbeitet haben. An dem da? Von der Schnitzerei scheint etwas sehr Beruhigendes auszugehen. Zumindest sind Schildkröten meist nicht sonderlich hektisch. Aber sonst... Wenn du das meinst... Oh, ich habe noch nie so einen riesigen Schildkrötenpanzer gesehen. Da oben ist ein größerer. Er ist zu tief im Boden begraben. Ja, okay. Schau dir diesen Ort an, Onkel Eduardo. Was kann schöner sein? Erdnüsse oder Cracker? Quack! Erdnüsse! Beeren! Trockenfrüchte! Cookies! Nun, diese Art von Antwort habe ich nicht gerade erwartet. Also wir schon. Tanama sieht aus wie ein tapferes kleines Mädchen. Sie erinnert mich an mich selbst, als ich in ihrem Alter war. Bist du in Ordnung, Tanama? Du schaust so verbissen, seit wir angekommen sind. Es ist nur, ich fühle mich so glücklich. Dieser Ort ist heilig. Ich frage mich, ob ich es verdient habe, hier zu sein. Naja, es war keine einfache Aufgabe. Du musst selbstbewusster werden. Nichts passiert ohne einen guten Grund. Das meinst du wirklich? Ja, bleib einfach neben mir stehen und alles wird gut. Ich verspreche es. Ja, denn? Ui. Du hast es geschafft! Das ist die Schildkrötenkammer und es ist... Die Schildkröte? Das da sieht aus wie Aang. Entweder bin ich farbenblind, oder es ist wirklich eine goldene Schildkröte. Ja, ein bisschen Moos angesetzt, aber sonst ja. Ich denke, wir sind am Ende von Tanas geheimnisvoller Spur angekommen. Ja, cool. Entschuldigung? Kann ich dir helfen? Oh, die uralte Morla. Wir haben die Spur der goldenen Schildkröte verfolgt. Bist du das, was wir suchen? Das Lebewesen. Ich bin der Geist der Meere. Aber die Inselbewohner nennen mich die goldene Schildkröte. Das ist eine Landschildkröte. Sie waren mir gute Freunde. Das ist keine Seeschildkröte. Waren? Die Beziehung
hat in den letzten Jahren gelitten. Ja, es hat keiner mehr gekommen, ne? Ich bin Morgan Castillo, Captain der Winsome Maid. Das ist nicht wichtig. Was zählt, ist das, was im Herzen liegt. Und du hast ein gutes Herz. Ich weiß, wie du den bösen Mann davon abgehalten hast, die Eier zu stehlen. Ja, ja. Ja, Details, genau. Darauf ist zu achten. Das ist Tanama. Sie hat mich hergebracht in der Hoffnung, dass wir irgendwie helfen können. Ah, ja. Ich weiß alles über kleine Bibi. Hex-Hex? Kleine Bibi? Du ehrst mich sehr, aber ich verstehe nicht. Was? Still, Kind. Alles wird bald aufgeklärt. Okay. Ich hoffe, du entschuldigst meine direkte Art, aber dir scheint es nicht gut zu gehen. Ja, meine Zeit auf Erden neigt sich dem Ende. Oh mein Gott, du stirbst. Hat sie gerade gesagt, ja. Nein, das geht nicht. Nichts hält ewig, kleine Bibi. Die Kammer ist beinahe in totale Dunkelheit getaucht. Das ist an den Augen, das ist alles. Jo. Keine weiteren Infos, sonst irgendwas. Steht halt da und stirbt. Ah, dieser dunkle Bereich ist wirklich gespenstisch. Tanama! Ja, Morgan? Bist du in Ordnung? Natürlich! Es ist... Welch eine Ehre, hier zu sein. Wir haben es geschafft, Tanama! Wir haben die Schildkrötenkammer gefunden! Ich kann es kaum glauben. Ist das nicht alles ein Traum? Vielleicht. Wer weiß, solange es nicht zu einem Albtraum wird. Also da gibt's schon mal eine Brücke. Ich frage mich, was in der Dunkelheit liegt. Also auf jeden Fall schon mal eine Brücke. Geh nicht weiter. Nur Menschen, die besondere Rechte genießen, können die Geheimnisse sehen, die verborgen liegen in der Dunkelheit. Menschen wie Tanner? Ja, aber auch unser eigener Schamane. Aber der ist auch doof. Dieses seltsame Gerät sieht aus, als wäre es mehrere hundert Jahre alt. Und man kann damit ein Stargate anwählen. Ich weiß nicht, was damit gemeint ist. Hey. Ich hätte gedacht, das ist wichtig. Guck mal, Schildkrötenei. Soll ich dieses Ei zurück an den Strand legen? Ja, sieht auf jeden Fall so aus. Dieses Ei ist für ein besonderes Ziel bestimmt. Kümmere dich erst einmal darum. Oh, in Ordnung. Das war keine große Hilfe. Tanama! Ja, Morgan? Es ist nichts passiert. Onkel Eduardo muss beschäftigt, oder? Ja. Hm.
Warten für ein Ziel. Entschuldigung? Kann ich dir helfen? Was ist das für ein seltsames Gerät auf der anderen Seite der Kammer? Also gleich hier vorne. Klingt, als wäre das sonst wie weit weg. Das ist ein alter Brutkasten. Er dient dazu, das Ei des großen Geistes zu empfangen und es auszubrüten. Ja, wenn das so ist. Das Ei würde dann eine neue große Schildkröte hervorbringen. Die steht dann auch wieder bis an ihr Lebensende auf diesem Podest. Geil. Können wir irgendwie helfen? Alles wäre gut, wenn das Ei des großen Geistes ausgebrütet wäre, bevor ich meine nächste Reise antrete. Ist bald soweit. Guck mal hier, die dreht schon die Augen nach innen. Leider wurde es aus dem Brutkasten gestohlen. Jetzt läuft uns die Zeit davon. Wir haben dir eben gesagt, dass wir so ein Ei dabei haben. Morgan ist wunderbar. Sie wird das Ei des großen Geistes für dich retten. Panama, wie könnte ich so etwas machen? Einlegen, Tasten drücken. Du hast die Eierdiebe am Strand aufgehalten und mich gerettet. Das schaffst du auch. Brutkasten, jawohl. Warte. Wie konnte das Ei gestohlen werden? Die Inselbewohner wissen nicht, wo die Schildkrötenkammer liegt. Sie haben dieses Wissen nie verloren. Baba Carrie kommt regelmäßig her. Dieser Schelm. Bei allen Geistern, er muss das Ei gestohlen haben. Ja. Was für ein böser Schuft. Oft, ja. Ich gebe mein Bestes, um es zurückzubringen. Geht ab, hier. Nichts ist passiert. Der Brutkasten soll sich öffnen, wenn er die Gegenwart eines Geisteis wahrnimmt. Ja, dann hau rein. Das irgendwie geisterhafter machen? Nicht geisterhaft genug, hä? Normal. Es ist nichts passiert. Onkel. Ach, hier sagt sie aber auch nicht, sie probiert das später nochmal. Mein Gefühl sagt, dass dieser Panzer. Ja, alles gut. Das Meer ist so klar. Das muss am weißen Sand und den Korallenriffen liegen. Und es gab noch nicht so viel Plastikmüll. Ach, ich habe keine Zeit, schwimmen zu gehen. Hilary Simpkins Schiff! Ich wusste, dass er hinter dem Stehlen der Eier steckte. Ich dachte, das hätten wir geklärt. Und weil er so gut mit dem Schamanen befreundet ist, stecken die beiden unter einer Decke. Mhm. Ich brauche nicht zu seinem Schiff. Okay. Turtledorf. Hier, zieh mal eins über. Wollt ihr ein bisschen ärgern? Es ist nichts passiert. Onkel Eduardo muss beschäftigt oder außer Reichweite sein. Ich versuche es später wieder. Aha. Kürzt wir es ab. Aber dass man immer mit den Leuten nochmal reden muss, die da irgendwo rumstehen. Ah, neue Gesprächsoptionen sind super nervig. Realistisch, aber super nervig. Ja, man erfährt Dinge und dann, klar, hast du neue Optionen, aber... irgendwie das Letzte, woran ich bei solchen Spielen denke. Losziehen und irgendwelche Rätsel rätseln.
an derselben Stelle dreimal hintereinander mit den Leuten quatschen. Tanama! Ja, Morgan? Kannst du dich um die goldene Schildkröte kümmern? Gut zureden? Bitte stirb doch nicht. Es wäre ein Privileg für mich. Was sind deine Pläne? Ich werde das Geisterei finden. Wenn Baba Carey es wirklich genommen hat, bewahrt er es vielleicht in seiner Hütte auf. Ist das so? Ist die Hütte des Schamanen diejenige mit dem Altar und der Bernsteinschildkröte? Natürlich nicht. Das ist das Altarhaus. Baba Carey lebt in einer hellen, roten Hütte. Danke, Tanama. Hell und rot. Check. Oh, toll. Hast du schon mal geguckt, ja? Ah, jetzt ist auch die Tür auf. Klar, nach Gesprächen ändern sich immer Dinge. Oh. Also jetzt geht's nur noch ins Quatschen? Oha. Wenn ich ihn störe, werde ich gefangen genommen. Und ich muss dieses Ei bekommen. Oh nein, jemand kommt. Ja, also der hat dich schon gesehen. Der offensichtlich noch nicht. Ja, na gut. Wenn ich meine Geschäfte hier erledigt habe, Alter Diego, werde ich alles von der Windsor Maid mitnehmen. Das ist ein ausgezeichnetes Schiff. Ich wollte es eigentlich versenken, aber du kannst es haben, wenn du möchtest. Für wen hält sich Simpkins eigentlich? Ein Pirat. Solange ich lebe, wird er die Windsor Maid nicht mit seinen dreckigen Händen beschmutzen. Ja, dann bringt er dich halt um. Huch, und wieder weg. Toll. Mal ihn mal aufklären, dass er Schamane scheiße ist. Wenn ich ihn störe. Gut, dann nicht. Wir gehen in die Hütte. Die beiden sind ausgeflogen. Warum haben die so niedrige Türen? Der Schaman ist auch so hoch. Wow, bist du hässlich. Gruselig. Ich bin sicher, die Maske schaut mich an. Nee, aber uns. Die guckt voll in die Kamera. Oder, also wenn hier eine wäre, wäre es eine Kamera. Kann sie nicht erreichen. Sie hängt zu hoch. Ich weiß nicht, warum das Kürbisflaschen heißt, aber... Also hier ist Fast Food. Die Statue trägt irgendwie modernen Anzug. Naja, und steckt halt irgendwer in der Flasche. Im Kopf. Diese Zaubertränke und Flaschen ähneln denen in Chemins Hütte. Ja, aber im Kopf? Ich habe genug von Zaubertränken. Außerdem gibt es hier keine Anweisungen. Oh. Das sieht aus wie Tanamas Kleid. Einheimische müssen ihre Kleider aus diesen Häuten machen. Es fühlt sich so weich an. Nimm mit. Nimm mit. Nimm mit. Aha. Das sieht vielversprechend aus. Was ist mit dem stacheligen Typen hier? Diese Nadel besteht aus einem Knochensplitter. Und nimm mit. Tigerhaut. Echt jetzt. Tiger. Was sucht das hier? Zum Glück gibt es keine Tiger auf der Insel. Ja, und wenn, dann würdest du sie wohl kaum erkennen. Nadel sieht sehr resistent aus. Leg mal das Ei an. Na gut. Alles klar. Das sieht kompliziert aus. Baba Carey muss hier seine wertvollen Besitztümer aufbewahrt haben. Kompliziert? Oh, ist das so ein Blöckeschieberätsel? Ich kann bestimmt herausfinden, wie man das öffnet. Oh, keine Blöcke.
Okay. Wir wollen bestimmt Schildkröten, oder? Gibt es Schildkröten? Ja, es gibt Schildkröten. Okay, das stimmt so. Okay, der dreht immer die beiden. Wo fängt man dann clevererweise an? Den hier können wir einzeln verstellen, ne? Okay. Machen wir jetzt hier eine Schildkröte. Eine Schildkröte. Und da eine Schildkröte. Oh mein Gott, das ist wunderschön! Das kann nur das Ei des großen Geistes Columbus sein. So wunderschön. Es scheint mit Energie gefüllt zu sein. Oder mit Marshmallows. Oder Marshmallow-Creme. Ui. Au! Das hat wehgetan. Ich muss etwas finden, womit ich es aufheben kann. Ist ein Scherzartikel. Geil. Oh, Zaubertrank. Ich habe das Auffädeln beim ersten Versuch geschafft. Und? Hatte ich auch. Nadel und Faden. Ist tatsächlich irgendwann bei Aetna-Spiel, ne? Meine Kenntnisse im Ausbessern von Segeln kamen gelegen, aber es ist noch nicht vorbei. Was heißen? Dieser Hautsack sieht ziemlich gut aus, auch wenn ich es selbst so sage. Ja, that's what. Ah. Den Sack, den ich selbst nach den Nähskizzen angefertigt habe. Welche Nähskizzen? Naja, du machst das schon. Das Ei ist leichter, als ich erwartet hatte. Vielleicht wiegt der große Geist nicht sehr viel. Mir ist halt ein Windei, ne? So ein Geist drin. Ach, echt jetzt? Ach, ich bin gefangen. Irgendwas muss den Mechanismus aktiviert haben. Ja, du. Hallo. Es ist wie ein Fallgitter. Es blockiert den Ausgang. Ich muss es aktiviert haben, als ich das Ei genommen habe. Es ist wie ein Fallgitter. Was genau unterscheidet es denn von einem Fallgitter? Es ist ein Gitter und es ist eben gefallen. Ich kann es nicht bewegen. Ich kann es auch nicht zerstören. Oder ich mache die Wache auf mich aufmerksam. Eisack. Es ist nichts passiert. Onkel Eduardo muss beschäftigt oder außer Reichweite sein. Sehr gut, oder? Geheime Falle. Das ist ein schlauer Platz für eine Falltür. Ich muss die Falle wieder in ihre Ausgangsposition bringen, bevor ich die Falltür schließe. Warum? Okay, mehr gibt's nicht. Oh, warte. Wir legen einfach wieder irgendein Ei rein, ja? Hier funktioniert so eine Art Gegengewichtssystem. Ich muss schnell zurück zur goldenen Schildkröte. Ja, aber du wolltest das hier noch schließen. Ich stelle alles so hin, wie es vorher war. Naja, fast alles, ne? Es fehlen Felle und Nadel und Faden. Hey. Oh nein! Jetzt gibt es zwei Wachen! Wenn ich nicht beide abfertige, werde ich hier für immer gefangen bleiben.
zieh dem doch endlich einen drüber. Aha. Wenn ich jetzt mit Onkel Eduardo spreche, werden die Wachen auf mich aufmerksam. Korrekt. Das sind tatsächlich nur die paar Hotspots, ja? Ich schätze, er macht nur, was man ihm sagt, aber er ist mir trotzdem im Weg. Korrekt. Er hier pennt noch. Er schläft immer noch im Stehen. Hm, und er hier? Oh, ich bin froh, dass Onkel Eduardo meinen Ruf gehört hat. Okay. Also. Das. Wem Brief schreiben? So, irgendwas Cooles hier drin? Was mit dieser ominösen Tigerhaut? Was sucht das hier? Okay, ist egal, ne? Ich habe genug von Zaubertränken. Außerdem gibt es hier keine Anweisungen. Keine Anweisungen? Kann sie nicht erreichen. Sie hängt zu hoch. Es ist nichts passiert. Onkel Eduardo... Dieser faule Sack, der sitzt doch genau vor der Tür. Oh gut. Sachen der Questlog, der Questlog. Crewmitglieder befreien, Inselbewohner haben Zielstalls, keine Zeit verlieren, zurück zur Schildkröte. Okay, na toll. Was Rätsel, ne? Schauen wir doch mal, ne? Ist ein bisschen kombiniere alles mit allem betreiben. Kann auch noch woanders hin, ne? Okay. Ich bin in der Unterzahl. Ich ziehe besser keine Aufmerksamkeit auf mich. Irgendein Hinweis? Ich schätze, er macht nur, was man ihm sagt, aber er ist mir trotzdem im Weg. Er macht, was man ihm sagt. Schreib ihm doch irgendwas Schönes oder so. Ah ja, okay, sie zeigt einfach nur drauf. Oh, hey! Verschwinde! Hör auf damit! Er findet das witzig. Gut, wir können den Papagei auf Leute hetzen. Jetzt muss ich mich um die andere Wache kümmern. Ja, können wir nicht das Gleiche? Oh. Können wir nicht. Ja, dann zieh ihm einen rüber. Warte, was? Ansprechen? Hallo! Schöner Tag heute. Oh, okay. Was machen Sie hier? Sicherheitstest. Sehr geil. Das war ein Test. Ich bin beauftragt, die Sicherheit des Dorfes zu testen.
Ach, na ja, sie hat ja irgendwie so dahin gezeigt. Ein bisschen rumgefuchtelt. Dann hat er schon verstanden, was sie will. Denn vorher musste man mit Bären schmeißen oder so. Was? Hätte man da ja auch machen können. Baba Kare möchte, dass ich eure Reaktionen teste. Und ihr habt den Test mit Bravour bestanden. Ich werde ihm jetzt Bericht erstatten. Ich glaube Ihnen kein Wort. Ich wurde nicht umsonst zur Wache des Monats gewählt. Boah, was ein Bullshit. Wow, ich bin beeindruckt. Wache des Monats. Schon zum dritten Mal hintereinander. Außerdem, der einschläft. Gibt's noch mehr Wachen? Wissen Sie, wir beide sollten ein paar Leute zusammentrommeln und etwas trinken und feiern. Ja, geil. Bleiben Sie da, wo Sie sind. Und wenn Sie versuchen, Ihre Waffe zu ziehen, sind Sie mausetot. Sie mögen keine Partys, oder? Er ist der Hit auf jeder Party. Oh. Diego! Was? Was? Danke, dass du mir das Leben gerettet hast, Diego. Oh, schon gut. Ich bin sicher, du hättest deinen Weg gefunden, dich selbst zu retten. Oh, ich war dabei. Oh, natürlich. Wir Castillos sind bekannt für unseren Einfallsreichtum. Sag mir, was mit dem Schiff passiert. Als ich zum Schiff zurückkehrte, waren alle weg. Ja, wir sind hier. Ich war gerade dabei, alles zu sichern, als dein Freund Bobby auftauchte. Geht es Bobby gut? Er hat mir alles erzählt. Hillary, die Eier, die Dorfbewohner. Er sagte, er wollte alles wieder gut machen. Ich habe ihn dort gelassen, damit er das Schiff verteidigt, während ich euch helfe. Oh, einfach mal ein paar Eier braten. Ein Eier. Was? Vater und Brisco sind im Altarhaus gefangen. Der Rest der Crew ist woanders. Keine Sorge. Wir werden sie alle befreien. Du musst es alleine schaffen. Ich muss etwas zu Ende bringen. Jo. Hillary will die Maid plündern und sie dann dem Schamanen der Insel überlassen. Oh, dieser kleine Fiesling. Wenn wir die Gefangenen befreit haben, werde ich mich um ihn kümmern. Ja, mach mal. Ich muss jetzt gehen. Wenn mein Plan aufgeht, werde ich den Inselgeist retten. Was? Ich habe keine Zeit für Erklärungen. Befreie die Crew und kommt später nach. Wohin? Er weiß doch gar nicht, wohin. Wir haben eine Karte und waren schon mal hier. Wir haben nicht viel Zeit. Eine der Wachen ist entkommen. Sie wird sicherlich den Schamanen und die anderen Wachen benachrichtigen. Wir haben sogar noch weniger Zeit. Sie stirbt. Oh nein. Wie soll ich jemals das Ei brüten? Ich weiß nicht wie. Aufsetzen. Morgan, du musst es tun. Du musst das Ei sofort ausbrüten. Ja, nur setz dich halt. Hier, brüt. Tasten drücken, Ei ausgebrütet, hä? Oh, das ist wunderbar. Ah, hier heiße Quellen und so ein Stuff, hä? Ich hoffe, ich bin pünktlich. Du hast Schande über dein Volk gebracht. Aber er hat einen hübschen goldenen Panzer. Nein, große Schildkröte, ich... Guck mal, es sieht eher aus wie so ein... Weiß ich... Wie so ein Wespenkörper, oder? Du bist nicht länger Baba Kare. Nein, du kannst nicht sterben. Sterben, doch kann sie. Oh, nice. Anstar-Wettbewerb. Lop. Gott, wie dramatisch. Sie wird die neue goldene Schildkröte. Da, guck mal, hier wächst schon ein Panzer. So, jetzt können wir hier rumlaufen. Das ist sehr dramatisch. Hat aber weiter keine Konsequenzen. Jetzt haben wir wieder Zeit. Chill. Sie ist schwer verletzt und wird sterben, wenn nichts passiert. Tanama, kannst du mich hören? Ich lass dich nicht hängen. Halte durch. Oh, die Wunde sieht nicht gut aus. Und ich habe keine medizinische Ausbildung. Wenn wir nur einen Schamanen bei uns hätten.
Die Schildkröte scheint zu verblassen. Mhm. Sie wird ständig transparenter und man kann nichts unternehmen. Mhm. Könnt ihr den Regler wieder auf 100% drehen, ne? Lebende Brutmaschine und ein Avatarschädel. Irgendetwas stimmt nicht. Ich muss herausfinden, wie man das repariert. Mit Blut. Ich weiß nicht, wie man das repariert. Okay. Der Wächter sieht gereizt aus. Ich kann den Ärger in seinen Augen sehen. Hm. Du beabsichtigst nicht wirklich, jemanden mit diesem Speer zu verletzen, oder? Naja, ich bin mir nicht sicher, ob ich eine Antwort möchte. Wir tun so, als hätte ich nicht gefragt. Sehr gut. Und du? Schamane! Schamane! Ja. Die goldene Schildkröte ist tot. Ein junges Mädchen liegt im Sterben. Warum haben sie ihr Volk hintergangen und der Schildkröte den Rücken gekehrt? Ja, ich sehe jetzt, was passiert ist. Ich war in der Tat verrückt. Nee, verrückt. Aber nur verrückt. Keine Angst. Ich habe Hillary Simpkins erlaubt, mich auf diesen bösen Weg zu locken und hereinzulegen. Mann, immer diese leichtgläubigen Inselbewohner, ne? Ist jetzt ständig. Ich bin sicher, Simpkins hatte einen schrecklichen Einfluss. Den hatte er. Ausreden. Du bist trotzdem kacke. Wenn ich bedenke, dass er erst kürzlich auf der Insel angelegt hat. Die Wahrheit ist, dass sie sich seit Jahren schon gegen die goldene Schildkröte verschwört und ihren Standort geheim gehalten haben. Ist so. Ich muss mir diese Anschuldigungen nicht anhören. Wache, bring sie um. Ja, hör mal zu, ich hab recht. Du bist nicht länger Baba Carey. Was? Wer hat das gesagt? Haha! Okay. Irgendetwas stimmt nicht mit dem Brutkasten. Sie müssen mir sagen, wie man ihn repariert. Ich bin nicht länger Baba Carey. Wieso sollte ich also? Das ist ein Argument. Die Wachen werden sich bestimmt freuen, ihrem Volk genau zu erzählen, was passiert ist. Das ist ihre einzige Chance, alles wieder gut zu machen. Ja, sieh zu. Du darfst doch die Kekse behalten. Weil ich so großzügig bin, denke ich, sollte ich ihnen helfen. Und weil er keinen Bock hat, gelünscht zu werden. Es gibt eine geheime Tafel auf dem unteren Teil des Brutkastens. Aber ich weiß nicht, wie man das Gerät repariert. Egal, zeig her. Wie kommt es, dass Sie so wenig wissen? Sie waren Baba Carey. Die Geisteier können nur alle 1000 Jahre oder so ausgebrütet werden. Ist voll was Besonderes oder so. Es ist so lange her, keiner hat irgendwie eine Ahnung, wie lange tatsächlich so ein Ei da rumliegen kann oder so ein Schildkröte rumsitzen kann, ne? Viel Wissen ist verloren gegangen, als die Katastrophe über die Ältesten einbrach. Hm. Geheime Schalltafel, zeig her. Der Schamane sagte, es gebe eine geheime Tafel. Mhm. Her damit. Mal sehen, was dahinter ist. Ich frage mich, was in das Loch passt. Da ist ein Loch, ja? Ich habe es noch nie vorher wahrgenommen. Aber hier ist eine Tafel. Hui. Immer diese lustigen Schwarz überblenden. Boah, die ist noch richtig frisch. Ich meine, die dreht auch schon die Augen nach innen, aber immerhin hat sie noch kein Moos angesetzt. Und sie fliegt. Neue goldene Schildkröte. Hallo. Wie schön. Große Schildkröte. Glänzt wie Speckschwarte. Ja. Kannst du Tanama heilen? Sie liegt im Sterben. Natürlich. Es ist wichtig, dass sie lebt. Ah, Wächterin der Schildkröte, hä? Hm? Sie ist geheilt. Aber es bedarf einiger Zeit, bis Baba Carey ihr Bewusstsein wieder erlangt. Alles klar.
Die Babas sind die männlichen Schamanen, ja? Und sie ist dann halt eine weibliche. Volk auf Turtle Island hört, was die große Schildkröte zu sagen hat. Es ist gut, dass sie uns sagen, dass man diese Stimme jetzt überall hört, weil sonst wäre das so, naja. Baba Carey war ein Schamane, der sein Volk und die goldene Schildkröte betrogen hat. Übrigens ist die komplett blank. Hier ist schon wieder Grünzeug drauf und lustige Zeichen. Er ist nicht länger unser Schamane und darf nie wieder mit Baba Carey verbunden werden. Er muss nach den Regeln unseres Volkes bestraft werden. Wenn Eierdiebe gelyncht werden, dann... Tanama wird die neue Schamanin und Baba Carey genannt. Nice. So, die gehen halt so. Naja, na gut. Geht ab, Baby. Geht ab, Baby. Sie ist schwer verletzt und wird sterben. Wissen wir doch. Große Schildkröte? Ja? Ich verspreche, dass ich dein Geheimnis immer bewahren werde. Was für ein Geheimnis? Schwebt hier halt rum. Es ist gut, dass du ein solches Versprechen machst. Aber sie wurden schon einmal gemacht. Du meinst Buckleberry Tanner? Ja, seine Spur und Hinweise führten dich hierher. Er hat das Vertrauen der goldenen Schildkröte missbraucht. Ja, stimmt so. Das, was Tanner getan hat, war Zufall. Ohne seine Spur hätte ich niemals das Geistei retten können. Hervorragend, du hast recht. Es muss Schicksal gewesen sein. Ja, dann ist doch okay. Voll cool, wie sie hier so rum war, aber so... Als die Insel Hilfe brauchte, kam ein aufgeklärter Retter und fand den richtigen Weg. Ja, nice, ne? Klopp, weggebeamt. Vater! Er wohl die Klappe halten kann? Ich meine, wenn er hier einzieht auf der Insel, dann vielleicht. Diego hat zwei von uns befreit. Einige Inselbewohner haben erkannt, was passiert war und haben geholfen, die Crew zu befreien. Nice. Gute Neuigkeiten, Papa! Ich meine, Vater. Ich bin immer dein Papa. Das ist schön. Ich hätte nie gedacht, dass die goldene Schildkröte so wundervoll sein könnte. Captain Morgan, Sie haben mehr geliefert, als ich mir je gewünscht habe. Läuft. Ich denke, ein netter Bonus ist angebracht. Denke ich aber auch. Das nehme ich an. Sie ist wirklich eine Tochter, auf die man stolz sein kann. Jetzt kann ich nach Hause zu meiner Frau als erfüllter und glücklicher Mann. Und wir müssen leider dein Gedächtnis löschen. Oh bitte, mein... Bitte stillschweigen, hervorragend. Ja. Ich wusste, du würdest mich stolz machen. Wie schön. Deine Mutter wäre so stolz auf dich. Ich denke, hier waren größere Einsätze im Spiel als das bloße Schicksal der Insel. Große Schildkröte, ich verspreche, dass ich dein Geheimnis immer bewahren werde. Danke. Was war das denn für ein Sprung? Ja, da hinten hängt so ein Globus ab, aber... Ja, na und? Pray for Harambe, also ich habe da einen Brüder gesehen und keine Ahnung, aber was? Sie haben uns eine große Ehre erwiesen, indem sie uns ermöglicht haben, das alles zu erleben. Was denn genau? Also eben war da noch dunkel und jetzt schwebt da ein Globus und es gab eine fancy Sequenz und okay. Noch nicht einmal Tanner hat seinen Blick auf die wahre Schönheit dieser Kammer geworfen. Okay. Darf ich nochmal? Ich hab's nämlich nicht gerafft. Mist. Wir haben es geschafft, Papa! Wir haben die goldene Schildkröte gefunden! Jetzt mach nochmal dieses Yippie! Wie von dem Putztuch da. Und das alles dank dir, Morgan. Ich bin so stolz auf dich. Ich weiß, deine Mutter wäre es auch. Ach, die spukt hier bestimmt irgendwo rum. Schildkröte? Große Schildkröte? Ja? Wir sollten dich in Frieden lassen. Warte.
Da gibt es noch eine Sache. Soll ich etwas für dich tun? Ja. Als Belohnung möchte ich, dass du dir einen Schatz aus der Truhe vor dir aussuchst. Geil. Truhe. Oh, diese Truhe. Okay. Magisch. Ah, was für eine herrliche Truhe. Ich nehme die Truhe. Ist die Truhe auch okay? Ja, weiß Gott, Schädel existiert. Gott schütze uns. Kann es sein? Ja, die Märchen aus dem Schatz des Herzens aus Rubin müssen wahr sein. Und ich bin der Einzige, der weiß, wo sie sind. Oh mein... Hä? Was für ein... Da haben wir noch nie von gehört. Was? Was? Schau, Vater! Der Weißgottschädel existiert! Ja, ja, aber... Hä? Oh, Gott schütze uns! Aha. Kann es sein? Ja, die Märchen aus dem Schatz des Herzens aus Rubin müssen wahr sein. Ist das was, was man dann aus dem sozusagen Hauptspiel kennt? Also aus dem Soul Blonde? Und ich bin der Einzige, der weiß, wo sie sind. Oh, meine Gott. Schönheiten. Oh Gott. Oh Gott. Du hast die Inselbewohner belogen und ihre Gutgläubigkeit für deine eigenen Interessen benutzt, Simkins. Du hättest sie uns töten lassen, ohne mit der Wimper zu zucken. Castillo. Das ist nur ein schreckliches Missverständnis. Du bist ein Raufbold, der noch nicht mal Gott fürchtet. Du respektierst nur deine eigenen Regeln. Das soll irgendwie böse klingen und beleidigen. Du bist ein Raufbold. Diese Dorfbewohner sind Dummköpfe. Hör zu, wenn wir unsere Kräfte vereinen, könnten wir diesen Ort beherrschen. Stell dir mal das ganze Gold vor. Was für Gold? Raufbold. Ernsthaft? Ist es so, Jungs sind nur mal Jungs. Genug. Du verdienst es nicht, Pirat oder Captain genannt zu werden. Du bist nur ein... Aufbold. Stinkende Kakerlake! Stinkende Kakerlake! Ja, er hat's drauf. Hat der Totenkopf auf seinen Federn? Geht das? Die Flut kommt bald, Captain. Es ist Zeit, in See zu stechen. Wir werden dich hier lassen, Simkins. Wir haben den Dorfbewohnern dein Schiff als Entschädigung überlassen. Was? Du hattest kein Recht dazu. Wie soll ich diesen Ort jemals verlassen? Nicht. Das ist nicht mein Problem. Laufe mir nicht wieder über den Weg, Simkins, oder du wirst es bereuen. Vater, lässt du ihn leben nach all dem, was er getan hat? Ja, wir sind so gute Menschen, Piraten. Ja, Morgan. Weil ich nicht wie er bin. Aber da ist noch mehr. Ich habe gelernt, dass das Leben manchmal schlimmer als der Tod sein kann. Ich lasse dich hier, Simkins. Lebe wohl. Da bändelt er wieder mit irgendwelchen leichtgläubigen Schamanen an oder so. Stinkende Kakerlake! Stinkende... Ja, ist doch gut. Umgelaufen, ne? In einem Punkt stimme ich meinem Vater nicht zu. Ich wusste es. Oh, du und ich, wir sind von derselben Art, Morgan. Wir könnten so viel Reichtum teilen. Zieh ihn um. Ich habe nicht an Gold gedacht. Ich habe an eine Strafe gedacht. Mist. Das tut weh. Wie kannst du es wagen? Lebe wohl, Simkins. Ein Meer zwischen uns wird nicht ausreichen, um dich vor meiner Rache zu schützen, Morgan. Hey, wir haben den Bösewicht einer... Die Castillos werden geknallt. Eines Tages dafür bezahlen. Ich schwöre es. Fürchtet meinen Zorn. Oh, geil. Er schwört Rache auf einer irgendwie magisch angehauchten Insel. Was soll da schiefgehen? Ich habe Hunger. Können Sie mir etwas zu essen herbeischaffen? Jetzt ist mir langweilig. Und ich habe Durst. Sei ruhig. Ich schlafe hier. Ein Meer zwischen uns wird nicht ausreichen, um dich vor meiner Rache zu schützen, Morgan. Hoffentlich gibt's keinen zweiten. Das Ende. Bumm. Zack.
Naja, na gut. Komm. Wir haben's. Tja, was soll man da für ein Fazit ziehen, ne? Ist ja an sich gar kein schlechtes Adventure, aber... Kurz und knapp, wer die Übersetzung gemacht hat und wer die Synchro gemacht hat, der gehört auch über die Planke geschickt. Ja, Original, Design, Geschichte und Dialog, Steve. Steve hat das schon ganz gut gemacht, ne? Der hat ja auch bei Buffles Fluch mitgearbeitet, bei Beneath the Steel Sky und bei noch und nicht anderen Adventures. Und wie gesagt, diesen Buffles Fluch-Einschlag. Er hat ja auch als Designer irgendwo mitgerödelt bei den Teilen. Den habe ich ja schon irgendwie... Ach, da hat sie jetzt ihren Panzer. Jetzt ist sie Mutenroschine da. Den meinte ich ja schon bei den ersten Screenshots da. Nur bei diesen kleinen Thumbnails so. Oh, guck mal, sieht aus wie Buffles Fluch. Ja, also echt schöne Hintergründe. Schön gezeichnet, schön viel Easter Eggs drin und so. 49 Cent auf jeden Fall. Ich glaube, die 5 Euro gehen auch klar. Ich habe jetzt echt lange dran rumgedoktert, eine Weile mit Spaß und zwischendurch mal keinen Spaß gehabt. So, geht klar. Oh, ja, bitte. Diese Zeichnungen sind schon geil. Genauso wie die Zwischensequenzen, die plötzlich in einem ganz anderen Stil daherkommen. Auch eigentlich ziemlich cool gemacht. Was kommt noch? Stimmen. Da ist wirklich jemand, Diego. Das sind wohl nicht Florian Schneider. Mittendrin gibt es einen Florian Schneider. Hä? Aber ansonsten, der Papagei hatte den Tonkopf auf der anderen Seite. Ansonsten waren das wohl eher die englischen Sprecher. Also wenn es insgesamt ein englisches Projekt war, trotzdem super strange, dass das Ding erstmal auf Spanisch startet. Sieh. Sind hier die Zeichnung ausgegangen. Jetzt ist ja das Lied ausgegangen. Ich hatte jetzt irgendwie ein zweites total unpassendes erwartet. Ich habe die Tage bei YouTube jetzt endlich mal wieder ein paar Sachen reingestellt. War gerade bei Phantasmagoria und habe mir nochmal den Abspann gegeben. So gut. Jetzt Zacharias. Scheiße getimed, ne? Für so ein paar Sekunden nochmal das Lied anspielen. Da hätten sie den Abspann auch einfach schneller laufen lassen können. Ja, Juti. Dann, sag ich sozusagen mal für YouTube. Das war's hiermit.